Ich heiße Stefanie Walter, ich bin ordentliche Professorin für internationale Beziehungen und politische Ökonomie an der Universität Zürich. Meine Forschung geht in den Bereich internationale politische Ökonomie und internationale Kooperation. Ich habe viel im Bereich der Politik von Finanzkrisen gemacht, in den letzten Jahren auch viel zur Eurokrise. Und mein neues Projekt geht über die wählerbasierte Disintegration, also die Frage, was passiert, wenn sich Wähler in einem Staat dafür entscheiden, aus einem internationalen Vertrag oder in einer internationalen Organisation auszutreten oder diesen neu zu verhandeln zu wollen. Ich habe drei Postdocs, die auf dem Projekt arbeiten, die auch Experten sind in ihren jeweiligen Gebieten. Und das EU-Projekt ist eben groß genug und auch lang genug angelegt, dass man so ein großes Projekt gemeinsam machen kann. Und das ist auch für die Postdocs gut, dass sie wirklich in so einem großen Projekt arbeiten können, was ihnen dann auch sehr viel eigene Entfaltungsmöglichkeiten gibt und auch viele Möglichkeiten, über die Modulgrenzen miteinander zusammenzuarbeiten. Also ich habe zwei Kinder und das ist nicht immer nur Erholung, aber natürlich auch, es hilft einem wirklich abzuschalten und auch Blick auch so auf die wichtigen Dinge im Leben zu lenken. Und ich bin sehr gern draußen, sehr gern in den Bergen und das machen die Kinder auch ganz gerne. Und das zusammen ist eigentlich ein ganz guter Ausgleich.